Ja. Könnt ihr ja mal machen, wenn ihr Bock habt. Dann könnt ihr der Bahn schreiben, Crossing Wolfie hat mir das empfohlen. Dann kriege ich vielleicht Sonderpreise. So wie die YouTuber, die zum Teil irgendwelche Tastaturen oder so geschenkt bekommen und die dann auf YouTube anpreisen. Hätte ich auch gerne. Richtig gerne. Also, da beneide ich die YouTuber ja schon, die noch etwas größer sind und dann sowas geschenkt bekommen. So eine Rocket oder so. Momentan benutze ich die Logitech G19, wen das interessiert. Aber die ist irgendwie ein bisschen, man hört's, nicht so wirklich leise. Am Anfang hat sie so gequietscht, inzwischen geht's eigentlich. Und ich benutze sie momentan auch gar nicht richtig. Also die G-Tasten, ich bin einfach zu faul, diesen scheiß Stecker von der Tastatur an die Steckdose anzuschließen, damit ich meine Tastatur quasi voll ausnutzen kann. Das heißt, ich habe eine Logitech G19 und benutze sie wie so eine ganz normale Tastatur. Das ist eigentlich auch ziemlich unnötig. Ich habe sie halt geschenkt bekommen von meinem Vater und habe sie mir gar nicht gewünscht gehabt. Also bevor ihr jetzt schreit Bonzo oder so, also es ist halt, es ist nicht so, dass ich mir die Dinge einfach kaufe und sie nicht benutze, weil es quasi in dem Fall eher Pech oder Glück, wie man es nimmt, denn eigentlich brauchte ich zu dem Zeitpunkt gerade eine neue Tastatur. Es hat es also schon gemacht. Und ich wollte gerade Tag machen und ich weiß nicht warum. Naja. Ja, worüber könnte ich noch reden? Dass ich zum Beispiel momentan das Gefühl habe, dass ich irgendwie ganz komisch kommentiere. Früher war ich da irgendwie nicht so ernst und auf einmal rede ich so ernst, so als müsste ich hier mich total aufregen und als wäre das jetzt hier total. Ja, ich weiß nicht, es klingt irgendwie. Ja, jetzt gerade bin ich etwas ruhig, da ich irgendwie nicht so wirklich weiß, was ich erzählen soll und weil mich das jetzt hier irgendwie gerade Konzentration kostet, weil ich nicht so ganz zufrieden bin mit meinem Ergebnis, mit dem Ergebnis meiner Arbeit. Ja, ich glaube, ich setze dann da so die Spitze drauf. Ich sag mal, was man vielleicht so als Entschuldigung sagen kann, auch in der Realität waren nicht alle Dinge, die gebaut wurden, so wirklich perfekt. Und ja, das soll ja hier so eine Art größere Stadt werden, in der ihr übrigens irgendwann auch mal spielen können sollt. Wenn ich denn noch so lange Minecraft spiele, wenn sich das überhaupt jemals ergeben sollte, denn ich habe ja jetzt bald das Abi vor mir, dann ziehe ich um, dann. Ah. Also, ich glaube, allzu lange werde ich das hier eh nicht mehr machen können, aber wahrscheinlich ist bis dahin der Minecraft-Hype auch so ein bisschen abgerissen. Ich weiß es nicht, wie das mit Minecraft weitergeht. Ich spiele es einfach so lange, es mir Spaß macht. Und eventuell, wenn ich dann halt umziehen sollte, gibt es dann vielleicht auch wieder eine längere Pause oder gar wegen dem Studium dann irgendwie ein Abbruch meines Kanals. Aber so lange werde ich auf jeden Fall weiterhin Videos machen. Sofern ich eben dazu Zeit habe, also ja, habe ich auch nicht unbedingt immer. Leider. So. Glaube ich. Wollte ja eigentlich ein großes Fenster machen. Vielleicht kann ich hier noch die Ecken so, dann. Ja. Ja, doch. Das kann man eigentlich lassen, finde ich, wenn da oben so eine Art rundliches Fenster drin ist. Übrigens, hier sieht man, dass hier eigentlich ein Fluss sein sollte. Das heißt, er sollte eigentlich hier so von dem Fluss hier so abzweigen, jetzt hier dienen. Mache ich jetzt hier noch so ein bisschen was hin.
Na. Aber jetzt möchte ich echt mal diesen Turm fertig bauen. Ich finde, ich brauche schon viel zu lange für diesen Turm. Irgendwann muss ich ja auch mal wieder in die Schule. Und mein Nachbar ist bestimmt schon total genervt davon, dass ich hier die ganze Zeit mit mir selbst laber. Denn das geht ja durchgehend und er hört wahrscheinlich echt alles, was ich hier unten sage. Ja. So. So. Ich glaube, ich mache da... Was könnte ich denn da für eine Art von Fenster hin machen? Ich glaube, ich mache das so. Dann mache ich da so ein bisschen Verzierung rum. Denn dann hat man halt einen guten Ausblick. Ah, das war der Grund vielleicht, warum ich da so in alle Richtungen Fenster machen wollte, damit man dann mehr so rüber zum Hafen gucken kann. Ja, vielleicht kann ich ja hier Richtung Hafen einen kleinen Balkon einfügen. So. So. Ich mache aber erstmal, bevor ich den Balkon baue, nochmal Tag. Ich glaube, das dürften jetzt inzwischen schon über 30 Minuten sein, die ich an diesem Dings hier baue. Zwischenzeitlich, ich finde das immer so unnötig, wenn ich dann Sachen wieder abreiße. Das ärgert mich dann immer, gerade in Videos, also sowas wie vorhin. Es hätte ja nicht sein müssen, dass ich da das nochmal abreiße. So, und jetzt kann man sich... Hier so... Ich glaube, ich baue die nicht so rum, sondern andersrum. Das macht vielleicht mehr Sinn. Dann stellt man sich da nämlich so hin. Und dann kann man da eben schön runter auf den Hafen gucken, der dann irgendwo da hinten ist. Natürlich braucht man dazu auch eine entsprechende Render-Distanz. Und jetzt mal gucken. Hier, das Dunkle. Setze ich dann irgendwie... Na, setze ich so hin, so hin. Aber da habe ich mit World Painter noch ein bisschen gefailt, also muss ich daran noch ein bisschen arbeiten. So. Ich glaube, ich mache das so, dass ich quasi... hier noch so eine Art Spitze habe von dem. Oder die könnte ich eigentlich mit nach oben verfolgen lassen. Das sieht vielleicht auch ganz interessant aus. Übrigens, was ihr hier gerade im Hintergrund hört, das ist ein Schiff, was hier am Rhein vorbeidonnert. Boah. Es hat irgendwie gerade so eine Frequenz, dass ich das irgendwie gerade voll... Also das hört man total. Da ist der Rhein richtig weit weg eigentlich, also dass man das Schiff so krass eben gehört hat. Erstaunlich. Also ich habe das gehört, also die Vibration, die hat sich irgendwie gerade so, es muss irgendwie so fast auf Eigenfrequenz gewesen sein, dass sich das hier ziemlich stark, also dass es eine starke Resonanz gegeben hat. So, und jetzt bin ich aber auch bald fertig, denn so langsam geht mir, glaube ich, beim Kommentieren hier noch die Puste aus. Ich frage mich immer, wie das Gronkh macht. Der sagt dann immer, oh, jetzt 10 Stunden aufgenommen oder so. So lange könnte ich das im Leben nicht. Eine halbe Stunde, da bin ich dann am Ende schon total... Da weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. So. Da vor allem beim Bauen gibt es eben nicht diese Überraschungseffekte. Aber ich sag mal, Gronkh baut zwar nicht die ganze Zeit, aber es gibt halt trotzdem so langweiligere Sachen, zum Beispiel jetzt irgendwie ja, in eine Mine gehen oder so oder Holz abfällen oder so, und trotzdem sinkt er dann da vor sich hin und keine Ahnung, es ist irgendwie immer witzig. Hab keinen Schimmer, wie der das hinkriegt. Also auch immer dieses immer witzig sein, also das wäre mir irgendwie, das kriege ich nicht hin. Bin einfach nicht
So ein extrem witziger Typ, nehme ich mal an. So. Dann baue ich hier sowas hin. Ich glaube, das passt sich sogar ganz gut an. So. Vielleicht baue ich den hier sogar noch eins höher. Na, so. Jetzt mal anschauen, was ich hier für ein Werk habe. Einen kleinen, winzigen Turm für meine Zitadelle oben auf der Spitze. Doch, ich finde, das sieht eigentlich annehmbar aus als krönender Turm. Wobei ich sagen muss, das hat jetzt schon fast mehr so Steampunk-Flair, was da oben drauf sitzt. Es geht auch ein bisschen hoch eigentlich. Also da bräuchte man eigentlich jetzt, damit das richtig gut aussieht, noch irgendwas, was auch auf der Höhe ist. Aber es ist eben, also hier wollte ich schon immer mal einen Turm hinbauen und der steht jetzt endlich. Von daher, insofern zumindest ein Erfolg, ein kleiner. Und ja, wenn euch das Ganze jetzt so ein bisschen gefallen hat, auch wenn ich jetzt noch nicht so ganz im Kommentieren drin bin und das jetzt vielleicht noch nicht das allerspannendste Video war, was ich je produziert habe, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr liked. Und mir fällt auf, dass ich noch nicht ganz fertig bin, da hier das noch so fehlt, quasi so in den letzten Zügen. Aber so im Allgemeinen bin ich damit, glaube ich, durch. Und naja, dann würde es mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr liken würdet. Das letzte Mal war es irgendwie ein bisschen komisch, da haben viele Leute kommentiert und es wurden mir irgendwie keine Likes angezeigt. Vielleicht war das auch wieder nur so ein YouTube-Fail. Kann gut sein. Kann auch sein, dass es euch einfach nicht gefallen hat. Auch wenn die Kommentare eigentlich was anderes gesagt haben. Naja, lasst es mich einfach wissen, wenn euch was nicht gefallen hat und alles, was euch gefallen hat. Dürft ihr einfach gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann sage ich tschüss, bis dann und bleibt würfelig. Naja, okay, das ist ziemlich schlecht. Nee, einfach nur tschüss.